Ja, Merp, danke für den Raid. Hey, 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 hey. Schön, dass du noch vorbeischaust. Grüß dich. Wir spielen auf normal, glaube ich. Also vorhin wurde ich von den Hunden geroffelstompt. Also die Roffel stompen mich auch jetzt noch. Also ich muss dann Spielstand laden tatsächlich. So kurz für dich vielleicht zur Info. Die haben hier unten meine Stadt angegriffen. Mir wurde angezeigt, dass da halt so 4 berittene Bogenschützen sind und dann waren es halt 16. Und das war halt einfach sowas, wo ich sagen muss, da kann ich, das kann ich nicht gewinnen. Ne? Jetzt hier reibt er mir jetzt gerade meine nächste Armee auf, weil er sich meine Armee einmal hierhin zurückgezogen hat und einmal hierhin, anstatt einfach nach Norden, wo meine nächste Stadt ist. Aber ja, das ist einfach ultra bitter. Das ist einfach total bitter. Und ich habe tatsächlich gar nicht mal so schlechte Truppen, aber ich kann überhaupt nichts machen damit, ne? Also ich meine, ne, schau sie dir an, ne? Das sind halt so OP-Einheiten, der hat halt 16 Stück davon, ne? Der macht halt 61 Damage an so einer Einheit, ne? Du kannst sie auch nicht angreifen, ne? Auch mit normalen Speerträgern hast du keine Chance, ne? Das ist schon sehr heftig. Ja, bei mir sind es die Hunden, die steamrollen. Ja, ich hätte meine Prätorianer gerne behalten, aber das Spiel lässt mich nicht. Cool. Ach, jetzt ist die nächste Armee dran. Ich bin dran. Okay, dann laufen wir hier hin. Hallo? Okay, du konntest jetzt dann doch nur ein Feld gehen. Dann lauf du hier hin. Runde beenden. So, dann macht das bitte jetzt, macht den Rest automatisch. So, die nächste Hunnenarmee. Ja. Oh Mann. Ja, das ist schon bitter. Das ist schon bitter. Okay, wisst ihr was? Ich hab keinen Bock, diese Gefechte da zu führen. Komm, wir laden das einfach nochmal. Wir machen das alles automatisch. Es ist ja sinnlos. Du vertrödelst nur Zeit und guckst zu, wie die KI deine Einheiten killt. Das muss man sich auch nicht angucken. Das kann man auch einfach auto-resolven dann. Ja, ist schon heftig auf jeden Fall. Aber ja, also das Ding ist halt, ich hatte halt irgendwann, also meine Idee war eigentlich, ich kapituliere dann und gebe denen die Stadt, die sie haben wollen, aber das ist dann halt wieder so, ja, das war dann halt wieder so ein bisschen doof von, ne, so KI dann, KI kapituliert halt nicht, sondern macht dich halt dann komplett platt. Hier übrigens, ne, das ist meine Armee, die kann halt nichts mehr machen, das ist so doof, ne? Der hat die halt einfach da geparkt, wo die halt überhaupt nichts machen können, ne? Also von daher, ja, irgendwie schon echt ein bisschen assi. Nee, ich will nicht die Armee sehen. Die Armee kann da ja bleiben. Pass auf, rekrutier mir den Typen noch. Wir haben ja ein bisschen Kohle. So, und dann machst du. Ah ja, der kann auch nichts machen, genau, weil der sich auch zurückziehen muss. Und du kannst hier. So, Runde beenden. Ja. Aha.
Aha. Oh, what? Ah ja, okay. So, das machen wir jetzt hier sofortige Lösung. Er überlebt das mit 100 Punkten Kampfkraft. Okay, vielleicht mache ich es dann doch nicht. Gute Nacht, Ted. Schön, dass du da warst. Ah, Lindelof, grüß dich. Die Partie ist bei Runde 120, ne, 110, 109, 109, glaube ich, 109. Man konnte es eben sehen beim Laden. FDAX, es ist, ich glaube tatsächlich, also in, ich glaube tatsächlich, ich habe so ein paar Fehler gemacht hier. Dann schließlich dafür sorgen. Warte mal, übrigens, ganz kurz. Hier ist ja jetzt meine Truppe, ne? Genau. So, wen hatten der jetzt da? Ja, nee. Dann sage ich nochmal hier. Okay, pass auf, wir machen nochmal einen Versuch. Wir machen nochmal einen Versuch. Ist übrigens auch total geil, weil der greift halt natürlich so an, dass du ihn überhaupt nicht attackieren kannst, ne? Also ich komme nicht mit einer einzigen Einheit irgendwie an ihn ran, ne? Und ich kann meine Einheiten natürlich nur so aufstellen, dass er. Also ich kann meine Einheiten noch nicht mal. Warte mal gerade. Stopp halt. Moment. Warte mal, warum muss ich hier überhaupt kämpfen? Der greift nicht meine Stadt an, der greift die Armee an, die außerhalb dieser Stadt steht. Moment mal gerade. Das stimmt doch irgendwas nicht, oder? Muss ich nochmal gerade gucken. Ja, du kannst das halbwegs, du kannst das schon so ein bisschen stärker beeinflussen. Also am Anfang lief das sehr gut bei uns. Ich habe dann irgendwann zwischendrin so den Absprung verpasst, einfach weiter zu blobben. Du musst halt einfach super krass blobben in dem Spiel. Und ich weiß noch, als ich das geplaytestet hatte mit dieser Open Death, da war das halt irgendwann so, wenn du halt mehr als zwei Städte hast, hast du super krasse Mali bekommen oder so, zumindest erinnere ich mich noch irgendwie so daran. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt zwei Städte, das reicht jetzt mal irgendwie so ein bisschen. Und das ist halt der krasse Fehler, das darfst du auf gar keinen Fall machen. Du musst einfach blobben, blobben ohne Ende. Und ja. Hier, ne? Guck mal. Und die Armee kann sich nicht zurückziehen. Und das ist jetzt richtig krass. Weil die Armee, also er greift die Armee außerhalb der Stadt an. Das heißt, ich habe nur so eine Mini-Aufstellungszone und die sind alle scheiße und er hat nur gute Felder, weil er hat nur Fernkämpfer. Und ich kann ihn nur auf einem Feld attackieren, nämlich auf diesen beiden. Und zwar nur mit einer einzigen Einheit, nämlich mit dieser Einheit hier. Und weil diese Einheit sich letzte Runde zurückgezogen hat und er die jetzt angreift, müssen meine Truppen aus der Stadtgarnison mit eingreifen, sodass er die Stadtgarnison direkt auch mit vernichten kann. Das ist doch mal geil, oder? Was ist das denn? Also, das ist doch echt asozial. Das ist ja fast so krass wie. Also, du kannst doch nicht mal. Du kannst dich noch nicht mal zurückziehen. Du kannst doch nicht mal mit der Stadt gar nicht so sagen, ich nehme nicht teil. Warte mal, Autowahl? Nee, mach das mal bitte aus. Was kann ich hier sagen? Was ist das da? Takma? What? Moment mal. Auto entsenden? Auf gar keinen Fall. Was heißt das denn? Warte mal. Unterhaltung, minus 10. Unterhalt, nicht Unterhaltung, aber ist egal. Ja. Okay, so, und jetzt sage ich: manuelle Schlacht. So, und jetzt darf ich meine Einheiten da von ihm killen lassen, ne? Das ist so räudig. Und ich kann mich noch nicht mal, ich kann noch nicht mal die Einheiten, die die Stadt verteidigen, in die Stadt richtig reinstellen. Ey, Mann, 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 Mann. Let's go! Warte mal, ich gehe mal gerade übrigens auf. Es ist nicht bei den Einstellungen, ne? Es ist bei den Spieloptionen. Ne, es ist bei den Ein es muss bei den Einstellungen sein. Und zwar, warte mal, Gameplay, Autospeicherung, Kampfanimationstempo. Mach das bitte auf 3, mach es bitte so schnell wie geht. Niemanden interessiert das mehr. Genau, der soll einfach alles killen, was er killen kann. Okay.
No fear. Information. Don't think that it's possible. That won't work. Ja, so ein anderes Ding ist natürlich, deine Einheiten machen halt auch einfach keinen Damage, ne? Der macht halt einfach krassen Damage mit seiner. Hey, guck mal hier, der macht 38 Damage mit der Einheit. Boah, mit einer Attacke, ne? Oh, Mann, ey. Mann, ey. Ja, das müssen wir jetzt nochmal gucken. Aber er schießt einfach alle deine Einheiten zu Klump, ne? Das ist halt das Ding. Und er hat die Stadt im Süden, das heißt, nächste Runde steht er mit 16 Einheiten da. Das ist einfach, der erobert einfach jede Stadt von dir. So, manuelle Schlacht. Pass auf, ich zeig's dir ja einfach mal, ja? Genau, wir tauschen die mal ein bisschen. So. Hallo? Nee. So, genau, ja. Und den, keine Ahnung. Ja. Ich stehe so weit nach hinten, wie es irgendwie geht. Den schütze hier hin. Oder warte, stellen hier in. Entsenden beenden. Wupp, bla bla bla. 56 Damage. Du bist ein toller Typ. Ja, ja, klasse, klasse. Okay. Und dann hoppelt der da wieder hoch. So, du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Und beenden. Enden. Ne, und so. Also, deine Einheiten haben auch keinerlei. Es sieht zumindest nicht so aus, als ob sie irgendwelche großartigen Verteidigungsboni halt da in der Stadt hätten, ne? Du kannst das halt dann beenden und jetzt wird diese Schlacht halt nächste Runde fortgesetzt und er holt halt seine komplette Armee von da unten wieder hoch. Zack. Ja, bitte. Ich freue mich, wenn du meine Armee zerstörst, dann hast du wenigstens ein Erfolgserlebnis. Okay. Genau, du musst gleich hier angreifen, ne? Genau, also erstmal du hier hin. So, dann du hier hin. Auch da bitte, das müssen wir jetzt auch mal endlich machen. Einstellung, maximale Autoschwänzigkeit ist auch eine Scrollgeschwindigkeit. Fokus auf nächste. Häufigkeit ist Erzähler. Ein Tutorial. Scrollgeschwindigkeit. Nee, Oberfläche. Ist da irgendwas? Tooltip, Oberflächengröße, Uranzeigen, Sprache. Nee. FPS-Begrenzung, vereinfachte Armeen, um eine Figur pro Einheit anzuzeigen, Zeigersperren. Ich hätte eigentlich auch gerne, dass diese Animationsgeschwindigkeiten, wenn die Einheiten hier rumlaufen, dass das halt schneller geht. Okay, pass auf, du gehst dahin. Ja, dann machen wir das jetzt. Okay, haut ab. Ja, okay, also ich habe jetzt irgendwie den Eindruck, dass ich das machen muss, aber ja, es ist irgendwie doof, aber ist okay, dann machen wir das jetzt. Vorhin wollte das Spiel das gerne so haben, also machen wir das jetzt. Lovely. Impressive. A cultural wonder that makes me want to pull out my toy blocks and go crazy. Ja, ja, okay, also alles, was uns irgendwie Einheiten aus dem Mittelalter bringt, ne? Hier, da Einberufung brauchen wir. Kurz vor der Niederlage. Die Kriegsunterstützung eurer Bevölkerung im Krieg gegen die Hunden beträgt 24. Ja, das ist ja super. Ich habe auch keinen Bock auf diesen Krieg.
Osmose-Ereignis, ja. Mach's bitte zu. So. Ja. Tell me what is on your mind. Und da kann ich jetzt sagen, Kapitulation. So, und das gebe ich dir jetzt. Und dann sage ich, übersenden. I reach out to you. Haven't our people suffered enough? Und? Ja. Jetzt sind wir im Frieden. Okay, schön. So, und was ist das? Ja, Krieg beendet mit den Hunden. Super. Okay. Ja, mach das bitte zu. Da, kulturelle Konversion begonnen. Misa tritt in 10 Runden in den Einflussbereich der Hunnen. Wo ist Misa? Ja, du zeigst mir da aber eine andere Stadt an. Das ist nicht Misa. Da unten. Okay, danke. Jetzt zeigst du es mir an. Hier unten, ne? Das Ding meinst du. Ausgewogene Politik. Ja, ich kann da nichts machen, weil diese Stadt da als belagert gilt oder so, glaube ich. Das ist, wenn ich das hier mache. Kulturelle Konversion dieses Gebiets wird in einer Runde abgeschlossen sein. Super, dann machen wir das. Es befinden sich 11 Gebiete im Einflussbereich eures Reiches. Ja, das ist ja schön, aber das interessiert ja niemanden. 3 zu erlassene Verordnungen. Mhm. Ja, die interessieren mich da aber gar nicht. Ich will da einfach nur das Ding hier konvertieren. Ja, ich weiß. Warte mal, mach das mal zu. So. Okay, das war jetzt hier, ne? Was war das jetzt? Religiöse Konversion? Ne, dann machen wir hier Kultur. Oder zeigt das tatsächlich einfach nur die Rundenanzahl an, bis da irgendwas geschehen ist? Auswählen. Hier steht echt einfach nur Auswählen, um Gesellschaftsbildschirm zu öffnen. Okay, und um Religionsbildschirm zu öffnen. Okay, alles klar. Ja, dann, ja, whatever. Whatever. Okay, dann können wir das nicht beeinflussen. Dann versuchen wir zumindest den Typen hier noch Platz zu machen. Das wäre mir eigentlich ein Bedürfnis, ne? Ja. Das sind dann auch hier unsere beiden Einheiten, ne? Ja, überschreib das mal bitte. Okay, ja, okay, alles klar, ja. Ja, na, also... Kann mir das hier bitte jetzt noch jemand erklären? Pat, okay, mhm, ja. Hatten wir doch, aber das ist ja vorbei jetzt, ne? So, du gehst... Ich habe jetzt keine Ahnung, warum da gerade diese komische Animation kam, aber ja, tun wir mal so, als wäre das jetzt okay. Dann heilst du mal bitte hier. Du fährst bitte einmal um das Riff drumherum. Ich habe nicht genügend Kriegsunterstützung, um darüber... Ach, okay, warte mal, weil das die Hunde sind. Ja, das ist in Ordnung. Ja, das ist legit. Ja, dann mach das so. Warum stehst du jetzt da und angeblich konntest du vorhin hier hinsegeln? Ist egal, interessiert mich jetzt nicht. Wenn das Schiff weg ist, ist es halt dann weg. Okay, dann... Ja, ich glaube, dann müssen wir das so machen. Denn ansonsten... Kommt der mit? Manuelle Schlacht, bitte. Ja. Genau, okay. Also da unten muss man safe keine... Muss man safe niemand stehen, ne? Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn da drüben einer steht. Mach den bitte hier hin. Du musst verteidigen. Das hier ist Quatsch. Ja, tausch die mal bitte einmal aus. Okay. Und du gehst mal hier hin. Für den Fall der Fälle.
Die Sperrkämpferstütze noch hier hin. So, und jetzt diese ganzen Fernkampfeinheiten. Bitte alle hier hin. So, ne? Und dann... Lass mal gucken. Das da sind diese Pikeniere, ne? Die schießen wir, glaube ich, mal zuerst runter. Ja. Okay, machen wir es mal so. Kannst du die nicht irgendwie so seriell auswählen? Schade. Aha. Nee. Das ist doof, weil wenn wir die Einheit auf den Fluss stellen, kämpft die da schlechter. Das heißt also... Okay, welche Einheit boxen wir zuerst weg? Let's go! Let's fight! Forward! No mercy! Runde zu Ende. Ist klar. Natürlich. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Okay, also der kann... Das ist zum Beispiel... Das ist so total unintuitiv. Ich vergesse immer wieder, dass die Einheiten durch ihre eigenen Einheiten durchrennen können, ne? Das ist halt natürlich auch insofern echt tricky, weil der dich ja natürlich total swarmen kann, ne? Ja, aber der jetzt zum Beispiel, der kann das jetzt wieder nicht. Was ist das denn für ein Quatsch? Also, ich verstehe das nicht. Der kann jetzt zum Beispiel nicht hier durchlaufen, ne? Der kann nicht hier hingehen, weil da so Holzstöcke sind, glaube ich, ne? Stimmt, ja, da sind Holzstöcke. Deswegen braucht er die Bewegung komplett, ne? Aber du kannst ja angreifen, denn der kann einmal zurück angreifen, aber danach kann er dann nichts mehr machen, ne? Aber der kommt dann trotzdem nicht weiter. Okay, pass auf, du gehst hier hin. Schauen wir mal. Okay. No mercy. Let's go. Charge! Come over here. Let's fight! Das ist auch so ein Ding. Bei mir überleben irgendwie die Gegner immer und pfeifen auf dem letzten Loch. Das ist jetzt auch wieder so ein Ding. Das wird mir jetzt so angezeigt, als würde meine Einheit überleben, aber meine Einheit stirbt, wenn ich den angreife. Das ist kein Joke. Und die KI geht halt natürlich auf maximale Vernichtung und versucht dir halt möglichst viel Damage beizufügen. Und deswegen würde er mich auf jeden Fall da noch angreifen, ne? Charge!
Es sieht so aus, als würde er es überleben, ne? Aber... Hier steht nur minus 5 bis minus 6. Wie viele Hitpoints hat er denn noch? Das steht auch nirgendwo, ne? Stattdessen sehe ich da nur so einen intransparenten roten Balken. Aber wenn ich jetzt da hochgehe, ne, dann kann er ja nicht dahin, weil er muss ja hier an der Einheit zweimal vorbei. Das geht ja nicht, ne? Oder? LMAA. Ich sehe es nicht ein. Sorry, nee, dann laden wir das nochmal. Ich habe ja Zeit. Also, ey, sorry, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wirklich, einfach nur immer dieses. Ich krieg ein. Meine Güte, ey. Oh, sorry, ich habe ganz lange nicht mehr in den. Ich habe jetzt ganz lange nicht mehr in den Chat reingelesen. Du, Ozymandias, ich weiß nicht, ob ich mich besser schlage als Merp, weil ich nicht weiß, wie Merp gespielt hat. So, also komm her. So, manuelle Schlacht. So. Genau. Ja, du bleibst da unten stehen, du musst da unten dicht machen, ne? Du kannst dich hier hinten hinstellen, du kannst dich hier hinstellen, du kannst dich hier hinstellen. Du kannst hier stehen bleiben, das ist okay. Du stellst dich hier hin, du stellst dich hier hin und du stellst dich hier hin. So, noch einmal gerade der Versuch. Yo. Okay, also wir chillen jetzt. Ja. Wir chillen jetzt. Mit wem fangen wir an? Auf wen fokussen wir? Okay, wir fokussen erstmal den Typen hier. Haben alle geschossen? Sieht so aus, ne? Okay. Wow. Okay. Okay. Ich meine, gut, er hat einen Vorteil, ne? Weil er kämpft vom Berg runter. Er kriegt einen Damage-Bonus, ne? Minus 4, weil wir keine Sichtlinie haben. Ist klar.
Das Feld zählt aus welchem Grund nochmal als blockiert? Weil der da oben steht wahrscheinlich, ne? Der könnte runterpinkeln oder so, ne? Und dann schieß auf den. Ja, ich werde eine Prätorianergarde verlieren, ne? Ist halt unfassbar lame, aber es ist dann halt so, ne? Naja, okay, gut. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Population. Alter, ich habe hier nur noch 19 Einwohner. Ne? Der hat mir so viel Bevölkerung abgezogen, der Grieche. Das gibt's so nicht. Das gibt's echt nicht. Das ist so bitter, ne? Eieieiei. Ja, Partsituation, danke. Halt euch. So, da hoch. Hallo? Ja. Das ist jetzt wieder super, ne? Auf einmal. Oh, ich kann dann doch nicht dahin. Das ist irgendwie komisch. Ja, eine untätige Armee. Bitte dahin. Jetzt geht's dann doch. Okay, super. Eine untätige Armee. Sag bloß, du kannst noch weiter. Ja, dann fahr noch hier hin. Okay, wollen wir hier schon die Runde beenden? Jo, warum nicht? Lass mal gucken. Bevölkerungszunahme in Memphis, okay. Mhm. Gebiet Scham zu neuer Religion konvertiert. Okay, cool. Gut, gut, gut. Okay, 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 okay. Mhm. Und fertig. Ah ja, stimmt. Du kannst ja da nichts mehr mit deinen Einheiten machen, wenn die gekämpft haben, ja. Okay. Du kommst bitte. Du kommst bitte hier hin. Was machen wir noch in Rom? Stabilität hier ist gut. Hygienelevel, nächste Verbesserung, Abwasseranlage bis zur folgenden Epoche. Allgemeine Hygienelevel. Ich weiß halt nicht, wo wird mir denn das Hygienelevel angezeigt? Hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Anzahl der Bevölkerung oder auf das Bevölkerungswachstum? Das ist das Hygienelevel? Ne, das sind die Anhänger in der Stadt. Okay. Wo ist es? Na ja, gut. Vielleicht, wir bauen das Ding ansonsten mal, dann sehen wir es ja. Ne? Dann sehen wir ja, was ist. Dann sehen wir ja, wo das Hygienelevel ist, hoffentlich. Oh ja, Haltung annehmen, das ist richtig. Ja, guten Abend, Morgrim, grüß dich. Hi. Ist der Grieche denn jetzt weg? Hab mir gerade was zu essen gemacht und für Mensch gespielt. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du hast gewonnen. Dem Griechen haben wir ja Schusch abgenommen. Und jetzt stehen wir gerade vor Athen. Wir haben Frieden mit den Mongolen gemacht, das war halt wichtig. Ja.
Ja, ich fände diese taktischen Schlachten noch ein bisschen besser, wenn es etwas intuitiver wäre. Also ich finde es manchmal nicht so ganz intuitiv. Man hat dann so ein paar Annahmen und die funktionieren dann halt nicht so. Es wäre außerdem super, wenn man die Animationsgeschwindigkeit auf der Kampagnenkarte irgendwie noch ändern könnte. Aber ich habe es leider noch nicht gefunden. Das da sind ja Spieleinstellungen generell. Also ich kann das Kampfanimationstempo kann ich machen. Scrollgeschwindigkeit kann es ja wohl nicht sein. Ja. Irgendwie das habe ich noch nicht so ganz geblickt. Okay, beenden wir mal die Runde. Guck mal, was passiert. Müssen mit dem ganzen Einfluss nochmal irgendwie ein paar Sachen kaufen, ne? If an army wants reliable soldiers, wir wollen uns hier mal ein bisschen mehr Stabilität durchs Besetzen. Ich glaube, das ist sinnvoll. Was ist da drin? Also. Das sind 4x Bauern, wenn ich das richtig sehe, ne? Unterschätzt die Bauern nicht, ne? Die machen, also ich weiß nicht, die haben. Die killen auch. Also die Bauern hier in dem Spiel, die killen auch Prätorianer, ja? Also. Seid darauf gefasst. Das sind Elitebauern tatsächlich. Das ist wirklich, das ist wie in Rome 2. Das sind Elitebauern. Das ist der Elite-Mob hier. Macht es bitte aus und bewegt die Truppen. Ich brauche mehr Jungs und Mädels.